Hallo, in diesem Video geht es um Quantifiers und zwar um den Quantifier all. Quantifiers, das sind Mengenbezeichnungen und dazu gehören zum Beispiel die Grundzahlen, also 1, 2, 3 oder auch Ausdrücke wie a lot of, lots of, much, many, a little, a few, either, neither, both. Every, each, some, any, no, none und eben all. Und wann und wie man all benutzt, das möchte ich euch in diesem Video erklären. Dazu schreibe ich euch erstmal ein paar Beispiele. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com